Ja, vielen Dank. Ich werde euch heute aber etwas ganz Lokales erzählen. Also es geht um Erfahrungen von Landwirtinnen und Landwirten in der Schweiz. Es ist eine Studie, die habe ich vor einigen Jahren durchgeführt. Und zwar ging es darum, die Schweiz ist ein sehr hügeliges Land, also viele Fruchtfolgeflächen sind in Hanglagen. Es gibt immer wieder Erosionsprobleme. Wie Sie wissen, gibt es zahlreiche Methoden, Technologien, die dieses Erosionsproblem verringern könnten, aber sie werden häufig nicht angewandt. Und das war eigentlich die Grundfrage, welche mich interessiert hat, zusammen mit, verstehen Sie mich? Okay. Also ich versuche es nochmal, ist besser so? Okay. Also. Das heißt, wir wollten einfach mal zuerst wissen, ja, wo wird dann überhaupt Direktsaat angewandt? Und wir haben gesehen, wir haben Kantone, da gibt es relativ viel Direktsaat. Also das heißt, relativ viel heißt hier etwa 7%, also sehr wenig. Aber einfach im Verhältnis zu anderen Kantonen, wo es fast nichts ist. Und als wir dann aber noch ein bisschen genauer geschaut haben, Sie sehen immer, also je dunkler, desto mehr. Und wir haben einzelne Bezirke, da verwendet jeder vierte Bauer Direktsaat. Und wiederum in anderen Bezirken ist es weniger als 2% oder gar keine. Und ich wollte ja, was bewegt ein Bauer eben zu diesem System umzusteigen? Und ich habe dann begonnen, Experten zu fragen. Und sie meinte, ja, wissen Sie, in Bern, also in diesem Kanton, der hier ganz grün ist, da bekommen die finanzielle Unterstützung. Deshalb steigen die um. Und wie Sie dann sehen werden im Verlauf meines Vortrags, ist das aber wirklich nur einen Teil der ganzen Geschichte. Was ich gemacht habe, ich habe viele Interviews durchgeführt mit Bauern, also eigentlich mit Kollegen von Ihnen. Bin mit ihnen zusammengesessen und habe mit ihnen gesprochen. Warum haben Sie dieses, was machen Sie für ein Anbausystem? Warum tun Sie das? Was sind Ihre Erfahrungen damit? All diese Argumente habe ich zusammengetragen. Und Sie sehen hier zwei Spalten. Also wir haben hier Antworten von Landwirten kontra Direktsaat und hier pro Direktsaat. Und Sie müssen das im Moment gar noch nicht lesen können, weil was mir hier wichtig ist, ist, Sie sehen, es gab eigentlich fünf Themenbereiche. Also die Landwirte haben mit Ökonomie argumentiert, mit Ökologie, mit Agronomie, mit Sozialem, mit Ästhetik. Und zwar egal, ob sie für oder gegen Direktsaat argumentiert haben. Also beispielsweise, ich beginne mit der Ökonomie, haben mir die Landwirte gesagt, ja, wissen Sie, Frau Schneider, als Bauer, da muss ich ökonomisch denken. Die Direktsaat, die rentiert einfach nicht bei mir auf dem Betrieb. Ich habe geringere Erträge, ich habe zusätzliche Aufwendungen für Lohnunternehmer, ich muss Schneckenkörner zahlen und so weiter. Andere Bauern haben gesagt, ja, wissen Sie, Frau Schneider, ich bin Bauer, ich muss ökonomisch denken. Die Direktsaat, da kann ich Zeit sparen, da kann ich Kosten sparen für Diesel, das ganze System wird besser dadurch. Und es ist sicher so, dass je nach Betrieb ist, funktioniert immer das eine oder das andere finanziell besser. Aber es hat sich auch gezeigt, dass die Landwirte häufig, wenn sie von Ökonomie sprechen, gar nicht von Ökonomie sprechen, also im Sinn von Geld, sondern eigentlich von Ertrag. Das haben Sie auch heute Morgen natürlich immer wieder gehört. Also es hieß ja, der Ertrag sinkt. Und in der Schweiz ist es tatsächlich so, dass die Erträge häufig etwas geringer sind. Das Einkommen, also das Geld, das am Ende vom Jahr in der Tasche ist vom Bauer, ist aber nicht geringer, sondern es ist sehr häufig eben auch höher. Aber das ist wie nicht das Maß, das jeweils wichtig war, weil ein hoher Ertrag zu haben, gehört für viele Bauern dazu. Das ist das, woran sie sich messen. Das, womit mit anderen Bauern man sich vergleicht. Ja, wie viel Ertrag hattest du dieses Jahr? Wie viel hat dieses Feld jetzt hergegeben? Und nicht, wie viel Geld hast du dafür gekriegt? Zum Thema Agronomie, also da ist heute ja auch schon ganz viel gekommen, also sehr viele Probleme auch, die mit Direktsaat verbunden sind. Es gibt Schnecken, es gibt Unkraut, langsameres Auflaufen. Ein erhöhtes Risiko von Ernteverlusten.
Also ganz viele von diesen Themen, die Sie ja selber sehr gut kennen, wurden vorgebracht. Und das Interessante war dann aber, dass die Bauern, die eben umgestellt hatten auf die Direktsaat, die sagten, ja natürlich, diese Probleme gibt es, aber die sind da, um gelöst zu werden. Wir haben ja Lösungen. Es genügt nicht, man kann nicht einfach nur eine neue Maschine hinten an den Traktor hängen, man muss das ganze Betriebssystem umstellen. Und dann bekommt man diese Probleme auch in den Griff. Also man muss ganz anders denken lernen, auch was wir vorhin gehört haben von Herrn Henne. Man muss das bisherige agronomische Wissen teilweise wegstellen und neu denken lernen und sich überlegen, wie kann ich die Lebensbedingungen der Regenwürmer verbessern. Und nicht, wie kann ich den Boden optimal pflügen. Also so grundsätzlich hatte ich den Eindruck, die Direktsaatbauern haben vor allem die Herausforderung gesehen, während die anderen vor allem die Probleme gesehen haben. Im Bereich Ökologie, da ging es insbesondere um den Einsatz von Totalherbiziden, die als Gegenargument gebracht wurden, während natürlich das Bodenlebewesen als positiv genannt wurde. Und was ich hier spannend fand, war, dass es nicht nur etwa die grünen Bauern waren, die hier gegen das Totalherbizid gesprochen waren, sondern auch recht viele ganz konventionelle, traditionelle Bauern. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht von einem Viehbauern, der sagte, ja wissen Sie, wir die Kühe haben, dürfen die Wiese nicht einfach abbrennen. Das passt nicht, es muss schön grün sein. Das ist einfach so eine moralische Hemmschwelle. Also er meinte, offenbar hat es für ihn einen Unterschied gemacht, die Wiese unterzupflügen, als sie abzubrennen, als abzuspritzen. Und Sie können jetzt natürlich, okay, das ist irrational, es kommt ja aufs selber raus. Aber es sind genau so, ganz oft solche Gründe, die eben unsere Überzeugungen ausmachen und die dann dazu führen, dass man etwas tut oder eben nicht tut. Häufig sind soziale Aspekte zur Sprache gekommen, aber ganz häufig erst, nachdem ich das Mikrofon schon wieder ausgestellt hatte. Und hier könnte ich natürlich jetzt stundenlang sprechen. Ich lasse Sie mal kurz vielleicht lesen. Ich vermute, dass Sie sehr vertraut sind mit diesen Sachen. Ein Student von mir hatte mir dieses Foto gebracht, das ist ein Teller, den er in einer Bauernstube fotografiert hat. Also das schönste Wappen auf der Welt ist der Pflug im Ackerfeld. Also die Bedeutung vom Pflug für die Landwirtschaft. Also das ist viel mehr als nur einfach ein Arbeitsinstrument. Das ist richtig ein Symbol eigentlich für Landwirtschaft. Und das ist das, was man auch lange gelernt hatte, den Pflug braucht man, um den Boden fruchtbar zu machen. Mit dem Pflug bereitet man die Bodengare, also der Boden wird fruchtbarer über den Pflug. Und mit der Direktsaat sagt man ja eigentlich das Gegenteil. Weniger Pflug, je weniger Pflug, desto besser für die Bodenfruchtbarkeit. Auch wieder ein Zitat hierzu von einem Gespräch mit einem Bauer. Ich bin mit ihm übers Feld gelaufen und er meinte ja, hier im Frühling übers Feld zu fahren, die braune Erde, die Furchen, versuchen es so gut wie möglich zu machen. Es gibt Dinge, die kann man nicht beeinflussen, aber das Pflügen schon. Das gehört zu den schönsten Arbeiten im Jahr. Also das stimmt sicher nicht für alle Bauern, aber das stimmt oft für viele Bauern, dass das Pflügen, das ist einfach das, was es ausmacht, ein Bauer zu sein. Das gehört zum Selbstverständnis. Damit zum letzten von diesen fünf Themenblöcken der Ästhetik. Also das wurde ganz häufig vorgebracht, zum Beispiel in diesem Zitat. Und das ist das Hauptvorurteil gegen die Direktsaat. Das ist einfach das, oder? Ein gepflügter Acker ist einfach das, was man im Auge hat. Das ist schön und das ist sauber und da sieht man die Reihen und das ist wunderbar. Und alles andere, das ist Kabis. Das macht man einfach nicht, doch das ist einfach so. Also, nicht zu pflügen, das ist auf Schweizerdeutsch Chabis. Das ist einfach nichts. Und, also Sie sehen diese beiden Bilder, oder? Die Direktsaat,
Die Reihen laufen nicht so ganz schön regelmäßig auf, wie man sich das gewohnt ist vom gepflügten und bearbeiteten Feld. Es ist ein Durcheinander, die Erntereste liegen rum. Für viele Bauern ein großer Dorn im Auge. Ich wollte dann wissen, ja, was liegt eigentlich da dahinter? Warum ist diese Ästhetik so wichtig? Und ich hatte den Eindruck, es sind eigentlich zwei Gründe. Und das eine ist, dass das Visuelle hilft den Bauern, den Pflanzenzustand einzuschätzen. Also ich bin sehr oft mit den Bauern übers Feld gefahren und sie haben mir dann gesagt, ja, das kommt gut hier. Ah, hier ist es so ein bisschen, ich mal schauen, zwei Wochen nochmal. Ah, hier kommt es auch gut. Und ich wollte dann wissen, ja, woran sehen Sie das jetzt? Weil für mich als Nicht-Bäuerin hat das alles so ein bisschen ähnlich ausgesehen. Ja, das sieht man einfach. Ja, das kommt da. Das sieht einfach gut aus. Das heißt, wenn jetzt wieder direkt sagt, ist dieses visuelle Bild ist einfach anders. Also die Bauern haben nicht mehr dieselbe Klarheit, ob das jetzt gut kommt oder nicht. Also sie müssen nicht nur ganz viel agronomisches Wissen neu dazu kriegen, sondern auch diese Fähigkeit, eigentlich den Pflanzenzustand einzuschätzen. Also was bedeutet das jetzt? Muss ich jetzt nachsehen, wenn es nicht recht aufläuft? Muss ich jetzt vielleicht mit der Dünger anpassen, weil es erst später dann richtig kommt? Oder kommt es dann schon und ich muss jetzt nichts machen? Und ich weiß, ich habe mit Bauern gesprochen, die machen Direktsaat seit 15, 20 Jahren und die haben gesagt, noch immer, jeden Frühling ist das so ein bisschen ein Bibern, kommt das jetzt gut, wenn es bei den Nachbarn eben schon viel schöner aufgelaufen ist als bei ihnen. Sie sehen auch, dass mit diesem Zitat zeigt das eigentlich sehr schön. Also du musst anders sehen lernen. Direktsaat läuft am Anfang nicht gut auf, aber wenn es dann wächst, dann kommt es richtig. Man muss Geduld haben und darf sich nicht verunsichern lassen, wenn es am Anfang nicht so gut ausschaut. Der andere Themenkreis dazu ist aber eher ein symbolischer und hat dazu, dass ein schönes Feld gehört zu einem guten Bauern. Also die visuelle Erscheinung, das ist wie ein Abbild auch des Zustandes der Bauern. Ich habe hier auch, um Ihnen das zu zeigen, einige Zitate mitgebracht. Also einer, der ganz saubere Bitze will, kein Unkraut und nix, dem kannst du erzählen, was du willst, der macht das nicht. Kein Unkraut, saubere Bitze, tipptopp für das Auge, super Landwirt, super wie eine Mohre, das Tüpfli auf dem I, Meisterlandwirt, kein Gjatli, verstehen Sie das? Das ist gespickt von Schweizerdeutsch. Das ist noch oft so, da wird aufeinander gezeigt, wenn einer eine Sauerei hat in einem Bitz. Und das ist mit Direktsaat auch so. Da hat man dann Probleme mit dem Unkraut. Du kommst nicht nach. Und meistens haben das noch solche Betriebe gemacht, die das sowieso so ein bisschen leger, also ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Dann heißt es, jetzt hatte der noch nie rechtes Gewächs gehabt und jetzt macht der noch Direktsaat. Ich sage es gerade, wie es wirklich ist. Also das ist dann der Eindruck, dass Direktsaat ist für die, die eben das noch nie so richtig ernst genommen haben mit dem Bauernsein und jetzt machen sie das noch extremer und also das kann ja sowieso nichts werden. Und noch ein bisschen schöner kommt das hier zum Ausdruck, leider ist das auf Französisch, aber ich übersetze, kann das so sinngemäß so übersetzen, extensiv zu arbeiten, man lässt einfach die Dinge gehen. Ich tue das nicht. Das ist nicht nur wegen dem Ausschauen, das ist eine Philosophie. Wenn man etwas liebt, dann macht man es doch gut. Diese beiden Dinge, die sind verbunden. Die einfach alles gehen lassen, also da gab es Beispiele bei uns in der Gemeinde. Da gab es Leute, die haben begonnen zu trinken. Sie haben immer weniger gemacht, immer weniger. Und dann am Schluss mussten sie verkaufen. Und sie lachen jetzt, oder? Aber und das ist sicherlich ein sehr extremes Beispiel, aber ich glaube, das ist ziemlich stark, was so dahinter steht, so die Vorstellung, ein guter Bauer schaut zu seinem Feld, wenn er das nicht tut, bedeutet das eigentlich, dass er auch sich selber vernachlässigt, weil sonst würde er ja zu seinem Feld schauen, wenn er sich selber gut im Griff hätte.
Und ich habe noch ein letztes Zitat, das für mich das alles sehr schön zusammenfasst, was ich bisher gesagt wurde. Also ich habe gemerkt, vor ein paar Jahren, langsam bin ich angestanden. Ich habe keine Motivation mehr gehabt. Die Direktsaat war einfach das, was ich brauchte, um wieder, im Ackerbau haben wir immer das gemacht, was wir schon immer gemacht haben. Ich hatte einfach keine Herausforderung mehr. Also diese Ebene ist für mich viel wichtiger als alles andere. Nur muss das andere, also die Finanzen, die Diesel, die Energie und so weiter stimmen. Für mich ist das das Menschliche. Ich brauche einfach diese Herausforderung, das ist einfach das, das ist, um meinen Platz zu machen in meinem Leben oder in meiner Umgebung, meinem Umfeld, bei den Menschen. Das bin ich. Also im Endeffekt geht es bei ganz vielen von diesen Landwirten um das Menschliche. Und das andere ist zwar wichtig, das muss funktionieren, oder? Die Finanzen, das muss aufgehen, der Betrieb muss überleben oder gut überleben, aber wenn es keine Freude macht oder wenn man keine Herausforderungen mehr hat, so. Damit komme ich zum Fazit und wiederum zur Frage nach Strategien, Managementstrategien. Und ich denke, wir haben schön gezeigt, dass die Landwirte beurteilen Direktsaat vor dem Hintergrund ihrer gesamten Lebenswelt. Also es geht um Finanzielles, es geht um Agronomisches, aber es geht eben auch um Soziales oder Ästhetisches. Und damit man umstellt, braucht es wie eine Art Kohärenz zwischen all diesen Dimensionen. Also man muss den Betrieb, das Praktische, so umstellen können, dass es funktioniert. Es muss aber auch zu seiner eigenen Persönlichkeit passen und seiner Identitätsvorstellung. Was bedeutet es für mich, ein guter Bauer zu sein? Und es braucht eben Veränderungen auf all diesen Ebenen. Also es braucht nicht nur Veränderungen auf der betrieblichen Ebene, sondern auch in den eigenen Wertvorstellungen und im ganzen Wissen, das man mitbringt. Insbesondere in der Schweiz ist das zumindest so. Diskutiert werden aber eigentlich immer nur die ökonomisch, agronomischen und technischen Aspekte vom Bodenschutz. Und ich denke, dass es dass die anderen Aspekte genauso wichtig sind für die Frage, ob Landwirte eben umstellen oder nicht. Und dass das deshalb die große Herausforderung ist, wie kann man diese Aspekte irgendwie in die Beratungspraxis oder in Orte, wo eben Lernprozesse stattfinden, einbringen kann. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Schneider. Es ist Ihnen gelungen, nach 3 Stunden Vortrag, im 5. Vortrag, das Auditorium doch noch zum Lachen zu bringen, kurz vor der Kaffeepause. Dafür kriegt sie einen extra Applaus, denke ich mal. So, wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit für Fragen, bis unser Vorsitzender das Schlusswort dann an Sie richtet und wir pünktlich um 16.30 Uhr in die Kaffeepause gehen. Fangen wir mal hinten bei Marion Sänger an. Ja, Florina, vielen Dank für den tollen Vortrag. Du sprichst mir sehr aus dem Herzen. Mir als Beraterin vielleicht ergänzen, ähnlich. Geht das mit dem Mikrofon? Ja, mir als Beraterin jetzt besser. Mir als Beraterin geht das ähnlich, weil man gerade mit der konservierenden Bodenbearbeitung bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen eben auch seine Schwierigkeiten hat, wenn man da die Beratung machen will, weil das eben bei den Beratern eben auch nicht so angesehen ist. Also was sexy ist, ist eben Pflanzenschutzberatung zu machen und den ganzen Ackerbauberatung ist wenig Zeit da und deswegen freue ich mich besonders über deinen Vortrag, weil das eben auch was für mich ist, was bei mir vom Herzen kommt, eben mich für bestimmte Sachen und für die Landwirte einzusetzen. Gut, das war ein Kommentar. Nochmal nichts zu sagen hier vorne. 2 kurze Fragen. Gibt es jetzt aktuell noch eine regionale Förderung oder gibt es eine bundeseinheitliche Förderung in der Schweiz für Direktsaat? Und die 2. Frage wäre, Sie hatten gesagt, ja in der Bildung, also in der Ausbildung von jungen Leuten hat das sicherlich auch einen großen Einfluss. Mhm. Wird sowas in der Schweiz gelehrt, Direktsaat? Gibt es da Programme? Mhm. Also es gab von einzelnen Kantonen, hören Sie mich jetzt noch? Gab es große Initiative, Förderprogramme, insbesondere von 4 Kantonen.
Dann wurde das, und dann gab es von der nationalen Ebene her, es nannte sich Ressourcenschutzprogramm, wo man Teile davon integriert hat. Und ich meine, dass es jetzt aber gerade wieder am Auslaufen ist. Und diese Programme sind sicher, also gerade das Berner Programm ist, da bekommen die Bauern Unterstützungsbeiträge, wenn sie umstellen. Und das hilft natürlich sicher denen, vor allem die auch zweifeln. Da hat man auf jeden Fall mal einen Betrag, auch wenn es vielleicht nicht gut kommt. Aber die haben auch wirklich so Austauschorte dann, also die Swiss No-Till zum Beispiel, wo dann die Bauern zusammenkommen und sich wirklich austauschen können, auch mit Modellbetrieben. Ja, also das ist wie alles miteinander verknüpft. Aber eben, Sie sehen, es sind 5% in der Gesamtschweiz. Also. Ja, es geht. Ah, Schule. Ja, Ausbildung. Also ich war beteiligt an einem Projekt, das nannte sich Von Bauern für Bauern. Da hatten wir genau die Filme. Und diese Filme werden zum Teil schon in der Schule gezeigt. Also das weiß ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie systematisch es in den Durchschnittsschulen ist. Ja, am Oberacker sicher. Da haben sie ja diese Versuch, also den 20-jährigen Modellversuch. Dort wird das garantiert, aber ich weiß nicht, wie es in den anderen Landwirtschaftsschulen ist. Sie haben die letzte Frage, oder Sie haben die Frage eigentlich selber gestellt am Schluss Ihres Referats. Gibt es Ansatzpunkte, wo wir diejenigen, die eigentlich schon so ein bisschen in die Tendenz neigen, in die Direktsaat, wo man diese Leute abholen kann, um sie dann doch vielleicht weiterzubringen? Also ich habe den Eindruck, dass eben so Projekte wie das Von Bauern für Bauern hier sehr positiv sind, weil es sind nicht die Wissenschaftler oder die Experten, die irgendwie mit einer anderen Sprache sprechen, sondern es sind die Bauern selber, die miteinander sprechen und halt genau wissen, was es für Probleme sind, die es hier gibt. Oder was eben Lösungen sind vor allem, nicht Probleme. Was sicher auch gut sind diese Modellfarmen, denke ich, also wo es Betriebe gibt, wo man wirklich hingehen kann, wo man das anschaut, also so Exkurs, also Feldflurbegehung, also das habe ich den Eindruck, das wurde immer sehr geschätzt von vielen Landwirten. Aber sonst habe ich das Gefühl, es gibt einen großen Bedarf daran, Tools zu entwickeln. Also, ja. Haben wir da oben im Webinar noch eine Frage? Nichts? Sonst hier alles geklärt, wunderbar. Dann bedanke ich mich als Diskussionsleiter für diesen Block am Nachmittag ganz herzlich bei den Rednern und auch für die Diskussionsbeiträge. Ich denke, es war eine gute Runde. Wir haben mit Frau Schneider den Kreis, den wir heute Morgen begonnen haben, sehr schön abgeschlossen und haben jetzt noch genügend Zeit draußen beim Kaffee. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das war ein sehr turbulenter Tag mit sehr interessanten Themen und ich habe das in den Pausen auch gesehen, wie fast noch nie kontrovers und auch emotional diskutiert wurde. Das hatte auch irgendwie was richtig Gutes und Herr Brunotte hat in der Pause mal sinngemäß und richtig gesagt, ich habe es immer noch im Hals, ich werde es heute nicht mehr los, gesagt, das Programm war geplant von uns so und das passt hierher und wenn es irgendwo ausdiskutiert werden kann, dann ist das hier am Platze. Da dürfen unterschiedliche Meinungen sein und wir können damit umgehen oder wir müssen damit umgehen können. Wenn wir das nicht können, an anderer Stelle wird man das weniger können. Und insofern war das gut, dass wir mal rund um den Boden alles angefasst haben. Es ging dabei nicht nur um das Fachliche, sondern auch, das wurde sehr deutlich in der Mittagspause, um das Sprachliche. Und das zeigt eigentlich, wie hoch der Anspruch mittlerweile ist. Wir sind nicht nur unter Landwirten, wir sind in einer Gesellschaft angekommen. Da findet auch Sprache statt. Und wenn wir da die richtigen Worte finden und das richtig vermitteln können, dann geht es uns gut in der Landwirtschaft. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Dankeschön. So, jetzt haben wir noch ganz kurz, Kaffee ist bekannt. Und das Vorstandstreffen findet anschließend statt. Und vielleicht nochmal die Kandidaten, die heute hier vorgetragen haben, wenn die nochmal vorkommen. Dankeschön.